Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir sind mal wieder hier endlich unterwegs auf unserer Karte. Und heute werden wir uns um die erste Fernverkehrsanbindung kümmern. Und zwar ist die geplant von Hornberg über Northeim und Meerstetten und vermutlich bis nach Uldingen-Mühlhofen weiter. Da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir dafür hier Northeim umbauen. Beziehungsweise wir müssen eigentlich nur zwei Gleise dran setzen. Die andere Linie kann so bleiben. Wir werden sowieso hier außen lang fahren müssen. Und vorher möchte ich aber noch ganz kurz die, upgraden auf Straßenbahn. So. Moment, ich muss mal gerade gucken. Wir haben hier, glaube ich, zwei Linien liegen. Genau. Die äußere, oder? Wobei, ich glaube, wir sind im Moment. Ich habe eben, als ich mir das angeschaut habe und gedacht habe, das könntest du machen, nicht darauf geachtet, dass da ja zwei Linien fahren, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Wir könnten doch einfach hier noch einen zusätzlichen einsetzen, dann dürfte das doch auch passen. Moment. Dann können wir uns das nämlich schenken und direkt an die ICE-Verbindung gehen. Da sind wir. Nochmal ein Schriesheim Zentrum dürfte das sein, genau. So, dann dürfte das hoffentlich besser werden, weil alles andere passt, so wie es aussieht. Ach guck mal, die bauen hier schon rüber in Northeim. Lass das mal sein, dann muss ich ja dahin auch noch einen Bus fahren lassen. Geht ja nicht. So, ich stehe am Schlauch. Nee. Wir gehen rüber nach Hornberg. Ich würde sagen, hier fangen wir an. Warum gerade die Linie? Ich dachte mir, ich nehme einfach mal ein paar größere Städte raus. Und hier diese Querverbindung ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir müssen mal gucken. Es kann natürlich gut sein, dass wir die Regionalbahnen dadurch so sehr entlasten, dass wir da Fahrzeuge kleiner machen, also austauschen müssen durch Fahrzeuge mit kleineren Kapazitäten, damit sich das noch lohnt. Aber das werden wir dann rechtzeitig sehen. So, ein zusätzliches Gleis für den ICE. Überleg jetzt gerade, haben wir... die anderen Gleise sind alle schon belegt zurzeit. Weil wir werden auf jeden Fall noch eine Linie darunter bekommen. Ob ich hier nicht mal direkt noch ein Gleis mehr hinsetze. Ich glaube, das mache ich auch. Heißt, unser ICE fährt dann dementsprechend. Es gibt hier so DB-Bahnsteige, aber da würde ich, wenn dann, die kompletten Bahnhöfe umbauen, weil so Mischmasch sieht jetzt irgendwie doof aus, finde ich. Ich glaube, die Mod gibt es aber leider erst seit kurzem. Wie lang sind denn hier die Bahnsteige? Das sind ja schon 320 Meter, oder? 1, 2, 3, 4, ja, sind 8. 8 Teile hier, 40 Meter gibt 320. Rechnen kann er. So, 360, ja, das reicht eigentlich schon für den ICE4. Das habe ich gesucht. Machen wir mal 3. Dach drüber noch und dann haben wir das auch eigentlich schon. Hier fehlt noch Gleis. No! Ach Mann. Okay, pass auf, ist kein Problem. Kurz pausieren, damit wir hier nichts kaputt machen. Wenn kein Platz ist, wird Platz gemacht. Ich hoffe, ich bin heute normal laut. Das war ja letztens in der Umsee-Folge mal nicht so pralle. Oh, jetzt muss ich ja wieder aus dem Menü raus. Ich habe mir auch überlegt, ob ich demnächst vielleicht mal so ein paar Transport Fever 2 Streams mache. Einfach so spontan, weil ich Bock drauf habe. Wahrscheinlich würde ich das dann aber auf einer anderen Karte machen.
So, jetzt muss ich wieder gucken, wo der fährt. Zwar. Oh, verdammt. Ne, Moment, ich kann doch hier schauen. Linie verwalten auf Gleis 3. Was? Hä, bin ich doof? Ah doch, passt. Passt, alles gut. Ne, 20 fahren möchte ich nicht. Moment. Da haben wir es. 130. Naja, komm. Ist eh kurz vorm Bahnhof, der muss sowieso bremsen. Da ist das nicht so wild. Jo, das hätten wir. Ich mache jetzt als erstes mal die Bahnhöfe, bevor ich hier anfange, die Strecke zu bauen. So, Frage des Tages, Begegnungsstelle oder nicht? Ich würde sagen, nee, die müssten sich ja eigentlich, wenn ich hier noch rüber anbinde, zwischen Meerstetten und Nordheim entgegenkommen. Wobei, das kommt. Sicher ist sicher. Weil sich die Linie mal irgendwann verkürze und die doch hier kreuzen sollen müssten, dann wäre das doof, wenn wir dafür nochmal den ganzen Bahnhof umkrempeln müssten. Zumal es ja jetzt auf die paar Euro für das bisschen Bahnsteig nicht ankommt. Schon auf 320 Meter gebaut, standardmäßig. Wie weit habe ich denn da gedacht? Das ist ja der Wahnsinn. So, ich würde sagen, den können wir aber in die Richtung verlängern. Ja, doch. Setzen wir hier noch einen dran. Das passt. Achso, das markiert er jetzt weiß, weil das hier kein Bahnhofsgleis mehr ist. Moment, da fehlt noch Zeug. Naja, wieder im Autosave bauen ist eine gute Idee. Irgendwann werde ich bestimmt auch mal die Bahnhöfe umgestalten, irgendwie mit anderen Dächern oder so, zumindest die größeren. Aber im Moment fehlt mir da ein bisschen die Lust zu, zumal es ja auch nur Deko ist. So, das haben wir auch. Ich würde sagen, die Verbindung machen wir jetzt schon mal. Es kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich ja auch mal Zeitraffer ein. Mal schauen. Auf jeden Fall erstmal gerade raus. Dann. Nee. 50 ist ein bisschen wenig. Ja, 100. 100 klingt gut für ein ICE. Dann kann der auch ordentlich beschleunigen schon mal am Anfang. Warum habe ich denn hier zweigleisig? Warte mal. Das überhaupt genutzt? Was ist denn der Gegenzug? Hier unten kommt gerade einer. Ah, okay, doch. Ist schon notwendig. Okay. Ah, ich glaube, mehr als 170 kriege ich hier nicht hin. Außer ich... Nee, komm. Also so weit, oder? Will ich das so weit ziehen? Ich glaube nicht. Komm, wir machen 180, ich denke, das passt. Er soll sowieso vorher gerne ein bisschen bremsen, weil die haben ja hier direkt das Wohngebiet. Da muss der jetzt nicht mit Vollgas durchknallen. So,
So, mit Schwäbisch Gmünd müssen wir mal gucken. Entweder wir reißen das Dorf ab oder wir bauen einen Tunnel drunter durch. Ich glaube, ich nehme den Tunnel. Fragt sich nur noch wie. Weil durch den Bahnhof durch möchte ich ungern. Einfach wegen Lärm. Ich glaube, ich müsste dann aber tatsächlich jetzt schon mal runter. Das ist natürlich gut, dass es generell nach unten geht, wenn man dann einen Tunnel haben möchte. Okay, so wird's nix. Können wir noch? Ich möchte ihn auch nicht die halbe Strecke im Tunnel fahren lassen, das sieht ja doof aus. Ja, nee, also da kommt man hier runter, aber so geht's. Hier das neue Tunnelportal. Gucken, dass der nicht irgendeinen Quatsch da macht, der doof aussieht. So. Oh, das ist eigentlich perfekt, wie er den Tunnel hier zieht. Den nehmen wir doch direkt so. Machen wir 250, wird er eh niemals draufkriegen auf dem Stück, glaube ich zumindest nicht. Jetzt die eigene Brücke im Weg? Ja. Aha, interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen beim Bauen. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Komm, fahr mal weg da. Das ist jetzt aber blöd. Warte mal, kann ich nicht zuerst irgendwie die Brücke drüber bauen und dann... Nee, wobei. Ich ziehe jetzt erst das Gleis drunter durch und baue dann die Brücke. Aber die müsste ich doch auch so ziehen können. Moment. Konnte ich die denn nochmal... Ah, so. Wie hoch baut er die denn? Ne, das ist ein bisschen hoch. Na? Boah, kommt drauf an, was für eine ich draufsetze. Nehmen wir die. So, dass er den Pfeiler nicht mitten in die Strecke setzt. So ist gut. Das sieht sogar noch einigermaßen gut aus. Perfekt. Weiter geht's. Nee, wobei, ich fange jetzt lieber an der Seite an. Ja. Nee, warte mal. Ich wollte doch noch ein extra Gleis haben. Auch noch eins. Oder bin ich jetzt doof? Ach nee. Ich habe ja hier noch eins. Ach egal, man kann nie genug Gleise haben. Also ich scheine wohl irgendwann schon mal vorausgeplant zu haben, dass es irgendwann hier vorne lang geht. Aber habe da jetzt wohl nicht mehr dran gedacht. Und jetzt habe ich wieder mega den Frosch im Hals.
Boah, Mann. Immer in der Aufnahme. So. Ich glaube, wir kommen so. Oder kommen wir so noch über den Tunnel drüber? Boah, ich würde sagen, wenn, dann machen wir es so. Sieht eher bescheiden aus, ne? Wenn ich doch das Gleis nehme. Ja, doch. Gefällt mir wesentlich besser. Dann ist das hier für Güterverkehr oder so. Können wir uns dann danach aussuchen. Jetzt haben wir hier 200. Nee. Nee. Wo ist denn hier das Ende? Da. Gott, Hilfe. Ach komm. Regel Nummer 1, Straßen werden einfach abgerissen, wenn sie im Weg sind. Hat sich schon immer bewährt. Oh, ja. Ja, so ist besser. Da hätte ich mir das Anlegen noch sparen können für die 3 Meter, ne? Weil ich kann ja vielleicht einfach... Warte mal. Was habe ich denn? Ach so, ist nur die Straßenverbindung. Ich mache das anders. Ich baue einfach... noch ein Stück. Ich baue einfach die Regionalbahnverbindung an die Fernbahn an und dann ist gut. Aber das hier sieht ein bisschen doof aus. Naja, ist egal. Machen wir jetzt so. Was nicht? Was habe ich denn da gemacht? So, geht doch. War doch jetzt gar nicht so schwer. So, wunderbar. Da drüben dürften ja auch kein Problem mit Lärm haben. Oh, perfekt. Ne, ich glaube, dann haben wir hier hinten alles. Ah ne, genau. Hier, eure Straße bekommt ihr noch wieder. Wobei, das ist gar nicht so schlecht, dass dann die Strecke so hoch liegt an der Stelle. Dann kann man da easy einen Tunnel drunter durchsetzen. Reicht das schon? Na, nee. Weil wenn ich noch ein bisschen weiter ziehe vielleicht. Ah, da war's doch. Jo, perfekt. Hätten wir? Dann hier oben noch. Der Abschnitt dürfte dann etwas leichter zu bauen sein. Der ist ja an sich recht gerade, bis auf die Kurve in Schriesheim. Wieder den RE hier zusammenstauchen.
So, der hier ist aber nur 240 Meter lang, so wie es aussieht. Heißt, wir haben hier jetzt 280, 320, 360 brauchen wir. Ja, ich würde sagen, wir können auch ein Stückchen in die Richtung gehen. Also den ICE machen wir jetzt auf jeden Fall in der Folge noch fertig. Auch wenn das jetzt noch ein bisschen dauern wird. Wird halt eine etwas längere Folge, gab ja auch schon lange keine mehr. Aber ich will da jetzt nicht wieder ewig dran rumbasteln und euch drei Folgen mit Streckenbau langweilen. Ne, Plattformen brauchen wir noch. Theoretisch würde hier sicherlich eingleisig reichen, wenn die dann einfach hier direkt hinterm Bahnhof zweigleisig wird, aber das sieht einfach nicht so dolle aus, finde ich. Warte mal. So. So, wie machen wir das jetzt hier? Ich glaube, ich baue da tatsächlich um, weil dann sonst müssten wir mit einer Brücke irgendwie drüber oder mit einem Tunnel drunter durch. Das fände ich aber irgendwie ungeschickt. Nee, das war das Falsche. Den Bahnhof hätte ich gerne. So. Nicht niesen. Ah, ah. Keine Lust. So, wo sind die denn gerade? Achso, ich habe immer noch pausiert. Hoppala, das habe ich gar nicht gemerkt. Warte mal, dann können wir aber vorher schnell, bevor der da ist, hier, warte mal, nee. Wenn der aus Kirchzarten kommt, soll der auf Gleis 2 halten. Und wenn der aus Radolfzell kommt, auf Gleis 3. Genau. Bis hier vorne erstmal noch gerade. Machen wir mal bis hier. Ja, hier muss ich die Gleise noch machen. So. Wobei, das hätte ich eigentlich... Nee. Mach hier mal ein Stückchen mehr weg.
Jawohl, passt wieder. Dann können wir die auch direkt wieder fahren lassen. Ich hoffe, der spackt jetzt nicht rum. Ne, hat er gar nicht mitbekommen. Das läuft ja erstaunlich gut heute. Der Wahnsinn. So, wo fahre ich denn? Ne, ich sollte hier hinter den zwei Bergen durchfahren. Oder mittendurch, das ging natürlich auch, weil ich glaube, das lassen wir mal besser. Wo fängt denn hier diese Verschwenkung an? Da würde ich dann gerne abzweigen. Sieht man nicht so gut, ne? Machen wir hier. Ja, wobei, würde genau passen mit an den Bergen vorbei, ne? Wenn wir die jetzt auf 250 ausbauen. Die wird er zwar niemals schaffen auf dem kurzen Stück, aber... Oh ne, Tunnel möchte ich hier nicht. Geht's hier denn so weit nach oben? Scheint so. Aha. So macht das einigermaßen gerade. Jetzt komme ich mal von der anderen Seite. Frage ist, jetzt komme ich da noch über die andere Strecke drüber. Ansonsten müssten wir die Kurve ein bisschen nach hinten verlegen. Ich glaube, das machen wir auch, weil... Das wird doch eher eng und ich glaube, minimal ansteigen muss ich die doch machen. Ich glaube, ohne geht's nicht. Okay, nochmal Päuschen. Ja, beschwer dich, Mimimi. Baue erstmal die Brücke hier. Ne, wobei baue ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie hoch die sein muss. Blöd. Tja, viel mehr Spielraum habe ich da leider nicht. Hier. Ah ja, okay. Sehr schön. Passt das mit den Pfeilern nicht, weil die zu fett sind. Ah, wobei. Doch, so geht's. Oder? Jo. So gerade eben. Oh. Sehr gut. Das vergesst es. Das. Oh. Ja, ich reiß einfach alles ab. Das wird wohl doch nichts. Wir müssen ja hier hin. Also das reicht ja never.
dann muss ich was enger bauen. Nee, da baut er mir die ins Gleis rein. Das ist doch doof. Ah, hier. Steigung zu groß. Warum? Straße? Alles klar, kein Problem. Dafür haben wir immer die passende Lösung. Im Zweifel einfach weg. Fahrtbahn. Nicht irgendwie. So? Ja, knapp, aber geht. Kommen wir denn da hin? Ne, immer noch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Straßen sind doof. So, das muss jetzt irgendwie. Jetzt hat er wieder zu steil gebaut. So passt es. Kann ich die direkt dran bauen? Ja, am einfachsten. So, weiter geht's. Was habe ich hier? Ach so, ja. Oh Mann, ey. Ätzend. So, die dürfen jetzt einen Umweg fahren. Passt das überhaupt irgendwie? Ah ja, guck mal. So geht's. Aber abbiegen lassen möchte ich die dann doch nicht. Moment, ich muss mal gerade einen Cut machen. Ich hoffe, ich denke auch dran. So, weiter geht's. Genau, die Pause raus. Und wir können die Linie erstellen. Ich würde sagen, ich fange mal da an. Hier hin. Ne, nicht nach Schwäbisch Grün. Moment, das war falsch. Hornberg, Nordheim, Meerstetten und am Ende noch nach hier und dann wieder zurück. So, jede Wette war völlig klar, dass er das jetzt wieder verkackt mit den Gleisen. Vor allem in Nordheim Gleis 1, das passt ja nie im Leben. Achso, passt doch, wenn man auf dem falschen Gleis startet. Gleis 4. Ah, so rum. Und hier bitte von Gleis 5. Nice, das wollte ich überhaupt nicht. Von 4, von 1, das passt. Und hier von der 3. So, Nordheim-Meerstetten kann er noch nicht. Warum nicht? Achso, ich glaube, ich habe... Warte mal. Ja, ich habe hier oben aufgehört zu bauen. Dann kann das natürlich nicht klappen. Und, Achso, ja, die andere Richtung. Okay. Egal, machen wir gleich noch. Das ist der ICE 100. Mal jetzt einfach mal von, Hornberg, Nordheim, so. So, das da oben dürfte jetzt nur die Meldung dafür sein, genau. Ich hoffe jetzt die Brücke da vorne macht nicht auch noch irgendwelche Probleme. Das wird mir ja jetzt gerade noch passen. Oh, jetzt setzt er das wieder nicht dran. So. Mann, bau es dran. Das geht noch. Kriegt er das hin? Ja, naja, also. Es sieht jetzt vielleicht nicht ganz so pralle aus, aber
Ist egal, es funktioniert. Ich sehe es ja in der Regel nicht. Der könnte mir aber. Wir fahren vielleicht mal mit dem ICE nachher, weil wir die Linie in Betrieb genommen haben. So kann ich nicht irgendwie. Warte mal. Immer ran. Ne, dann muss ich von hier hinten ziehen. Ja, das passt. So, ich glaube, dann haben wir alles. Signale dürften auch passen. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei. Jawohl. Nee, warte mal. Oh, bin ich eigentlich behämmert? Wir brauchen doch hier. Wir gehen doch hier gar nicht auf ein Gleis. Das passiert doch hier hinten. Ich glaube, sämtliche Bahnübergänge müssen wir auch irgendwann mal gegen Tunnel oder Brücken austauschen. Weil irgendwann ist auf den Strecken so viel los, dass der Bahnübergang die ganze Zeit unten ist quasi. Was ist eigentlich mit ihm? Er macht gut Lust, das gefällt mir. So, jetzt haben wir es aber endgültig. Mal gerade gucken. Jawohl, sieht gut aus. Wo haben wir denn ein Zugdepot? Steht in Hornberg 1. Sieht schlecht aus. In Uldingen dürfte auch keins stehen. Dann müssen wir erst nur eins bauen. Dann mache ich es mir jetzt aber in dem Fall tatsächlich mal einfach. Dann nehmen wir das Simpelste und setzen es direkt hinter den Start. So. Hoppala. Sehr zweckmäßig, aber ist egal. Nun komm. Ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mal mitfahren. Wo haben wir denn? Hier, ICE4. Ne, das ist der 7-teilige. Wir nehmen, wenn dann, den 12-teiligen direkt. Erfahrungsgemäß wird der recht schnell gebraucht. Und wir nehmen den in grün-rot. Zweimal. Und dann setze ich aber erstmal nur den einen auf die Linie, weil direkt hintereinander herfahren müssen die jetzt nicht unbedingt. Na? Ah ja. Ja, das dauert jetzt erstmal ungefähr 30 Jahre, bis die 340 Meter mit 20 km/h da draußen sind. Schön, was steht da drauf? Hildegard von Bingen. Ja, naja. Aber sehr schön. Eigentlich müsste ich direkt mal ein Bild machen, sobald er im Bahnhof steht. Ist ja bald mal zu Ende. Ah ja. Hab mich gerade gefragt, wie viele Wagen da noch kommen. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein Bild, ne? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es geht. Hier. Ja, die Kamerasteuerung ist jedes Mal aufs Neue wieder komplett neu für mich. So, ich glaube, so ist gut. Weiter geht's. Warte mal, ich kann halt den anderen Zug. Kann ich den irgendwie auswählen? Ja. Dann brauche ich den nachher nicht erst wieder suchen.
So, ich hoffe, es gibt eine vernünftige Perspektive. Jawohl, perfekt. Genau die habe ich gesucht. Aber irgendwie höre ich gar keinen Sound vom Zug. Okay, seltsam. Bis jetzt hatte ich, meine ich, Sound beim ICE4. Oder ich täusche mich jetzt komplett. Aber dann hören wir halt bei 300 km/h immer noch die Vögel zwitschern. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber langsam. Ein bisschen hört man es, aber ich glaube, das sind nur die Rollgeräusche. Ach du Scheiße, ich nehme fast 50 Minuten auf gerade schon. Aber egal, das wollte ich jetzt unbedingt fertig haben in der einen Folge. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Ich glaube, hier kratzen wir höchstens mal in den 200 auf den Abschnitt. Das beschleunigt aber auch nicht so schnell, wie ich mir erhofft hätte, muss ich ehrlich sagen. Ja, Autosave. Wobei es geht jetzt natürlich in die Richtung auch ein bisschen bergauf die ganze Zeit. Da ist natürlich klar, dass der nicht ganz so schnell vorwärts kommt. Warten da schon Leute? Oh. Ja, bis jetzt noch gähnende Leere. Sollte aber, denke ich, dann, wenn der einmal die Linie abgefahren ist, auch besser werden. Und wenn der zweite Zug dann noch drauf kommt, mit dem besseren Takt dann, der daraus entsteht, sollte das, denke ich, mehr werden. War schön, ich glaube, so eine Mitfahrt haben wir noch gar nicht gemacht im Let's Play. Weil in den meisten Zügen, wenn es Podfieber 2 sind, sind die Sichten ja leider blöd. Warum habe ich hier eigentlich... Ach, ich glaube, die Senke habe ich wegen der Güterzugbrücke gemacht, ne? Ich fürchte fast, ein Intercity hätte es auch getan für die Strecke. Werden wir auch definitiv noch machen. Mal gucken, vielleicht mit dem Start Lakis. Der hat es mir irgendwie sehr angetan. Vor allem, weil der sehr profitabel auch unterwegs ist. Ich wollte gerade schon fragen, wo denn der andere Zug bleibt, aber naja, im Moment schwierig.
hat 220, immerhin. Ich weiß auch gar nicht, was ich noch nie ausprobiert habe tatsächlich, aber das können wir irgendwann auch mal machen. Ist, was passiert mit den Städten, ob die auch noch deutlich wachsen, wenn man das Straßennetz ausbaut. Also mit Autobahnen und so weiter. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, weil mir das einfach komplett egal war. Mich hat hier öffentlicher Nahverkehr interessiert und Fernverkehr. Also alles, also auch da eigentlich nur Züge, Busse, Straßenbahnen und so weiter. So mit Schiff und Flugzeug kann ich da nicht besonders viel anfangen im Spiel, muss ich sagen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob das auch was bringt, den das Straßennetz auszubauen. Vielleicht weiß das ja irgendwer. Im Zweifel müsste ich es mal ausprobieren. Wobei theoretisch, ich gehe mal eher von ja aus, weil es gibt ja auch durchaus in dieser Städteübersicht, kann man ja sehen, wie viele Verbindungen es pro Verkehrsträger gibt. Also, naja, was heißt pro Verkehrsträger? Halt beim öffentlichen Verkehr und beim Individualverkehr. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da die Städte per Autobahn verbindet, dass dann da die Prozente auch nochmal steigen und die Städte nochmal wachsen und das dann gut ist. Müsste ich mal eigentlich eine Teststrecke machen. Irgendwie so zwischen Nordheim, Schriesheim und Meerstetten. Sind ja eh drei große Städte. Da würde sich das eigentlich mal anbieten. Das ist ja wieder ein sehr schöner Hubel hier. Ah, Sonne blendet gerade volle Kanne. Ich sehe fast gar nichts mehr, aber ist ja nicht so schlimm. Das sieht ja irgendwie auch cool aus. Muss man mal gucken. Ich habe gerade gesehen, die Strecke geht erstmal bergauf. Bevor sie dann runter, steil runter in den Tunnel geht, das könnte man vielleicht ein bisschen schlauer einstellen, indem man die einfach komplett gerade zieht. Aber das sind jetzt solche Optimierungssachen, die man irgendwann später machen kann. Ja, okay. Ich würde sagen, das reicht dann auch mit Fahrt. Ich setze mal noch den anderen Zug auf die Linie. Ab dafür. Minus 11,5 Millionen, das ist total gut. 12,7. Hier wartet auch noch niemand, ne? Das darf sich aber ruhig noch ändern. Alles andere wäre jetzt schon ein bisschen traurig. Hier aus. Kein Schwein. Wollt ihr mich verarschen? Ist es echt noch zu früh für Fernverkehr? Ich dachte eigentlich, da wir ja jetzt schon drei große Städte oder ein paar große Städte haben mit hier Anbindung an Güterverkehr. Was ist das? Linien melden Probleme. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Was willst du? Hä? Was hast du denn für ein Problem? Warum ändert der mir denn auch schon wieder die Gleise? Das verstehe ich nicht. Nee. Hä? Was macht der denn da für einen Quark? Es sind... Och, Mann, ey. Warte mal. Hornberg, Nordheim. Da fährst du auf Gleis 4. In Meerstetten Gleis 3. Will er mich jetzt verarschen? Er hat doch hier sein Gleis.
fehlt jetzt wieder irgendwie so 3 Meter Gleis an irgendeiner Stelle oder was? Ja, ist doch gut, entspann dich doch mal. Wo ist denn hier das Problem? Warte mal, ich versuch's mal mit dem Button, das wird... Na nee, das hilft ja nicht. Die müssen da kreuzen. So kann das ja nicht klappen. Oh Mann, ey, das hasse ich so. Da krieg ich... Dass er einem auch nicht anzeigen kann, einfach wo jetzt genau hier was fehlt. Weil die Gleise sind ja alle... Also, ne? Das muss ja irgendwie hier zwischen sein. Weil eigentlich soll der ja... Warte mal, wenn er von Hornberg kommt, fährt er auf Gleis 4 und dann kommt er auf Gleis 3 in Meerstetten an. Ist doch richtig. Genau. Und zurück auf Gleis 4 und 5. Muss ich jetzt hier wieder irgendwie so eine ganz kleine Lücke suchen? Ist das jetzt wirklich wahr? Oder ist das wieder irgendein Bug, den man eingebaut hat? Also ich bin da gerade irgendwie zu blind für. Das passt doch alles. Okay, Moment. Ich pausiere mal, bevor der dann gleich meckert. Vielleicht will das aber auch keiner mitfahren, weil die genau wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wüsste aber nicht wo. Vor allem hat er nicht eben noch angezeigt, dass das alles... Also gerade eben hat er doch noch nicht rumgespackt. Da hat er die Linie doch noch ohne Probleme erstellt, oder nicht? Naja, ich suche mal außerhalb der Aufnahme danach. Keine Ahnung, was er jetzt wieder für die Schwierigkeiten hat. Nervt mich schon wieder auf jeden Fall. ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!